Die Waldhexe. Sie ist wieder da. Die Waldhexe! Ah! Pochilobby. Hallo Freunde, ich bin's wieder, euer Pochilobby. Ich freue mich, dass ihr wieder angeschaltet habt. Wirklich toll, toll, toll. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Staffel 3, meine Freunde, ja. Und ich habe diesmal echt dran gedacht, ja, dass ich eine neue Seite aufrufe, wo ein paar so Sachen stehen, wo man dann so angucken könnte, ja, zu Gesprächsthemen, du weißt Bescheid. Und ja, zum Beispiel hat die gute alte Natalie Hoffmann, die ich persönlich auch ganz, ganz toll kenne, ne? Super tollen, schönen Grüße an dich, gell? Du bist super, mag dich voll. Die hat zum Beispiel gerade gefragt, hey, mal eine Frage. Schaust du gerne Animes und wenn ja, welche kannst du empfehlen? Ja gut, also Animes gucke ich jetzt speziell so wirklich krass eigentlich gar nicht mehr. Das habe ich früher so gemacht, immer nach der Schule. Kennt ja jeder so, nach der Schule. Dragon Ball Z kam dann, Alter, und jetzt kommt nur noch Müll eigentlich. Aber es kam halt immer, ne, und dann das und dieses und jenes. Das war schon cool, doch, wirklich. Mittlerweile leider nicht mehr, ne. Aber hey, wir sind in der heutigen Zeit, da wird jeder verblödelt und verarscht und bla bla bla. Ja, jetzt mal so zu dem Animes, weißt du, es ist eigentlich jeder Anime gut. Ich sag's das mal jetzt so vorsichtshalber, weil es gibt wirklich ab und zu mal Animes, wo du denkst, Alter, what the fuck, was ist das für Müll? Ja, aber, nee, also wirklich. Also einer meiner Lieblingsanimes ist natürlich Naruto. Naruto war halt damals wirklich phänomenal, könnte man sagen. Ja, es war halt einfach so ein Anime, so ein 0815 Anime, weißt du, wie ich meine? Ich spiele nix, aber das ist ein Ninja, weil schon der Ninja ist brutal cool drauf, weil er 29 Fuchs ist und so, weißt du, der ist besonders, dieser Ninja und bla bla bla. So, ich tue jetzt hier mal einmal Gras rum für einen Freund, ihr wisst warum, damit ich da vorne rum, dann eben auch mal Gras hinbekommen. Das kann natürlich seine Zeit dauern. Aber ich hoffe, das geht schnell. Sehr schnell. So, und ich habe wieder kein Essen, Alter. Meine Fresse. Gut, den Bogen brauchen wir jetzt gerade nicht. Also allgemein bei Naruto geht es halt so am Anfang. Er ist ganz alleine, weil er keine Freunde findet, weil er eben ein Ding ist. So, ne? So 29er Fuchs. 29er Fuchs böse. 29er Fuchs gefährlich. Eltern sagen nein, Kinder sagen ja, dürfen aber nicht wegen Eltern, bla bla bla, ne, so ungefähr. Und dann eines Tages halt, oder was heißt eines Tages, irgendwann mal, dann wird er halt Ansehen mehr kriegen und so, weil er halt dann als Ninja mehr drauf bekommt, weil er ein ehrgeiziger Trainierer ist und bla 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 bla. Und keine Ahnung, dann gibt es halt immer wieder so Bösewichte, die dann irgendwas machen wollen und pipapo, ne, das kennt man ja so aus Dragon Ball und sowas, dass da Bösewichte sind, die da was kaputt machen wollen oder so. Aber ja, so im Grundprinzip ist es halt wirklich ein echt schöner Anime, den ich halt jetzt so an sich weiterempfehlen kann, wer ihn nicht kennt. Den kann man mittlerweile auf My Video, glaube ich, kostenlos anschauen. Kommt er mittlerweile oft im Fernsehen. Und ja. Und ja, was gibt's sonst noch für ein Anime? Also High School of the Dead. Wer das nicht kennt, das ist halt so ein Anime. Da sind so Schüler, die sind ganz normal an einem Tag in der Klasse so. Also sie sind halt so in der Klasse und dann guckt der eine so aus dem Fenster oder der tut halt irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, der schwänzt die Schule oder so und ist dann so auf den Gängen und sieht dann halt so, dass da so ein ganz, ganz kranker Mensch so an dem Toren der Schule ist, weil die Tore ist halt über die Schulzeit dann so weg, zugesperrt so. Und dann wird halt so der Hausmeister, der wird dann so gebissen von dem und es stellt sich heraus, dass dieser kranke Mensch dann so ein Zombie war. Und ja, dann geht das Ganze quasi so los in der Schule. Irgendwann mal wird jeder Schüler zum Zombie, außer ein paar Überlebende, die hauen dann von der Schule ab mit dem Schulbus, kommen dann so in die Innenstadt und so. Und das ist halt kein, ich sag mal, normaler Anime. Das ist halt so ein, ja, es gibt halt verschiedene Kategorien von Animes. Das ist jetzt, nein, ich will jetzt nicht sagen, das ist so ein Hentai oder, ja gut, es ist ein bisschen freizügiger. Also da wird zwar nicht gevögelt oder sowas, aber
oftmals werden da Andeutungen drauf gemacht und ja, Brüste und sowas, ne, ihr wisst Bescheid, aber es ist jetzt nicht wirklich ein Hentai. Aber es ist halt wirklich ein cooler Anime, muss ich halt auch so dazu sagen. Nicht nur wegen den Brüsten. Nee, aber so an sich kann ich den auch wirklich weiterempfehlen. Leider haben die den nicht weitergemacht. Das ist ein, okay. Das ist ein Anime, wo leider die Produktion gestoppt hat, weil, keine Ahnung, die hatten irgendwie keinen Bock mehr auf den oder so. Was eigentlich ein riesengroßer Fehler meiner Meinung nach war. Weil das war echt ein Anime, den habe ich mir am Abend echt ziemlich oft gegönnt. Bis er natürlich dann zu Ende war, ne? So. Mann, das Begradigen, das dauert und dauert und dauert. Ich glaube, ich lasse dann hier mal die Baudinger so stoppen und baue dann nebenbei an anderen Projekten. Das wäre nämlich, glaube ich, auch mal ziemlich gescheit, dass man ein bisschen was anderes aussieht, so. Ich habe eigentlich noch vor, mir einen Bauernhof zu bauen. Na, Bauernhof, ihr wisst Bescheid. Oh. Na gut, dann können wir hier eigentlich wieder ein bisschen ausdehnen. So. Ja, stellt sich halt bis Frage, wo man dann das Bauernhöfle hinbauer, gell? Der Bauernhöfle hinbauer. Der Bauer und der Bauernhof. Ein Fischerhäusle könnte man eigentlich auch bauen. Oh, apropos, das könnte man eigentlich dann unten am Meer machen. Obwohl ein Bauernhof am Meer, ich weiß nicht, so ein Bauernhof stelle ich mir klassisch eigentlich so im Wald vor, wisst ihr, wie ich meine, so allgemein mit so Baum umgeben und so, nicht einfach so auf dem Strand. Am Strand stelle ich mir höchstens ein Fischerhäuschen vor. Und ja. Na, schauen wir mal das, Fischerhäuschen. Aber irgendwie sind die Blumen noch gar nicht da, die ich da immer sehe. Diese blauen Blümchen, die es da manchmal gibt. Es gibt bloß Gelb und Ding. Oh, krass, Alter. Hallo, ich bin's, euer Schlaukopf. Hallo, ich bin's wieder, euer Schlaukopf. Wer hat das früher eigentlich auch angeschaut? Art Attack war's, glaube ich, ne? Da wollte ich früher mal mitmachen, weißt du? Ich wollte einfach mal früher mitbasteln und dann haben die da Sachen gebracht, wo du einfach mal erstmal kaufen musst, Alter. Ja, kauf mal Süßungsmittel ein und ja, kauf mal das ein. Fingertips war es zum Beispiel auch. Genau, Fingertips, jetzt. Bei Fingertips war es halt echt auch so, da denkst du, könnte man eigentlich auch mal machen. Ah ja, du brauchst dieses, du brauchst ein Dildo, dann brauchst du noch eine Sexpuppe und dann du weißt du den Rest. Na, so ungefähr war das. Da denke ich mir halt, der Schupper, wo soll ich denn das herbeziehen? Dann habe ich meine Eltern gefragt und die haben gesagt, das ist ein Krampf, das brauche ich nicht. Was am Endeffekt eigentlich auch so war, ne? So. Hier draußen machen wir einfach mal da Fackel und da Fackel. Erst auf die linke Backe, dann auf die rechte Backe und dann genau mitten in den Mund. Oh, das will auch nicht weitergehen. Ich weiß nicht, wie man sowas beschleunigen könnte, Alter. Oh, jetzt ist das schon wieder passiert. Also die Schaufeln hier gehen auch viel zu schnell kaputt. Ich meine Schaufel. Bei Sand. Wie will die da bitte kaputt gehen? Das ist Sand, Alter. Im echten Leben, da kannst du mit der Schaufel dein Leben lang schaufeln. Ne? Boah, ich hab gerade aufs Fenster geguckt, ne? Alles schneevoll. Das Wetter weiß momentan auch nicht, was es will, ne? Heute Nacht hat es bei uns geregnet, dann schneit es auf einmal wieder, dann regnet es wieder, dann schneit es wieder, dann regnet es wieder, dann schneit es wieder, dann regnet es wieder, dann schneit es wieder. Ne? Double time. Oh, du gehst schon wieder unter. Ach ja, stimmt, ich wollte jetzt mir eine Schaufel holen. Schaufel, Schaufel, kleiner Stern. Ach, der Partylabi hat dich so gern. Du bist aber viel zu schnell kaputt. Du bist eine kleine Slot. Funke, Funke, kleine Schaufel. Partylabi hat dich so gern. Das hat sie nicht geleimt. Geil. Zack, volles Leben wieder. Ja, Schaufel, genau. Manchmal weiß ich echt nicht, wenn die so laber. Was wollte ich jetzt eigentlich? Das passiert mir so oft. So, ja. High School of the Dead, wie gesagt, ist halt echt ein geiler Anime so an sich. Naruto, Dragon Ball Z natürlich auch, den dürfen wir natürlich nicht vergessen, ne? Son Goku, Bebopo, Son Gohan, bla bla bla, Piccolo.
Also es war wirklich auch so ein Anime, wo ich dann wirklich gesagt habe, Digga, das ist geil. Und immer wenn der gesagt hat so Kamehameha, ne, also ihr wisst schon, so die Kampfszene und so, da habe ich sogar mitgemacht, Alter, und ich dachte, dadurch kriegt so ein Goku mehr Kraft. Ja, so war ich drin. Aber hey, wer hat das nicht gemacht? So, was gibt's sonst noch so für Animes, wo ich früher so geguckt habe? Detektiv Conan zum Beispiel, weil auch so ein Anime, wo ich gesagt habe, ja gut, komm, das gönnst du dir einfach mal, weil es gerade nichts kommt. Und dann war es eigentlich sogar eigentlich immer relativ interessant auch immer, weißt du, weil ich war jetzt nicht so ein Fan von Detektiv Conan, weil es halt immer wieder der gleiche Müll war. Der eine schießt den einen so einen Pfeil, dass er so sprechen kann wie er in den Nacken und dann stellt sich heraus, dass er, dass der Vater von dem oder so... Oh, nein! Dass der Vater von dem, der angeblich den Fall gelöst hat, dabei war es er und bla bla bla. Ne. Langweilig. Aber manchmal gab es echt so Folgen, wo ich sagen konnte: Ey, Digga. Die Waldhexe! Sie ist wieder da! Die Waldhexe! Ah! Oh shit. Sie wird bestimmt gleich in den Trank. Daneben. Was ist das? Zucker. Ey, Zucker! Zucker, 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 Zucker. Ah, die wird bestimmt gleich. Hä? Was hat die jetzt gemacht? Die hat irgendwas inhaliert. Wow. Muss ich mal gucken. Was gab's denn so Feines von den Hexen? Es gab nichts. Nur Zucker. Ja, yeah, es gab Zucker. Ganz viel Zucker. Und mein Schwert ist gleich kaputt. Chicka chicka bau, Zucker, Zucker. Kann man das reinsniffen? Nee, schade. Sniffen. So, ich brauche auf jeden Fall wieder ein neues Schwert, falls das jetzt dann kaputt geht. Okay, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Huh. Jemand gegen mich kämpfen, das schafft ihr nie. Oh. Oh. So höre ich mich vielleicht an, wenn mir das Essen nicht schmeckt, Alter, aber pff, dann nicht so. Diese Spinne war ein Göttverdänt, am Nachgäum. Ich weiß nicht, wer ihr seid, ihr Pimmelberger. Mit Gillette habt ihr ja mal nachgeräumt. Ich weiß nicht, wer du bist, Zombie. So. Ach ja, es ist schon schön, abends hier mal so rumzuchillen. Ach, wenn hier mal Creeper und Zombies kommen könnten. Apropos Creeper, da ist jetzt einer in meiner Bude drin. Da muss ich echt nur gucken, was ich hier reinhaue, Alter, wenn hier die ganzen Viecher spawnen. Ein Kronleuchter wäre hier eigentlich nicht schlecht, aber da bräuchte ich dann Glowstone so für. Und Glowstone habe ich leider nicht. Also momentan noch nicht. Also wir werden natürlich auch mal in den Nether gehen oder so, aber bis dahin ist noch eine lange, lange Zeit. Du Bulle! Ich hab's doch gesagt, du kommst hier nicht her. Du, schleich dich, komm. So. Machen wir hier mal zu. Ich glaube, das wird eh nicht reichen, die Blöcke. Oh, ja, einen. Ich nehme einfach hier irgendwo einen her. Ich bin böse. So. Ja, so. Dann, was gibt's denn sonst noch für so Anime, wo ich sagen kann, ey, Digga, der Anime ist geil, ey. Hm. Ah, da fängt schon an zu stottern. Es gibt natürlich auch so Animes. So Horror-Animes finde ich zum Beispiel eigentlich speziell auch ganz interessant. Aber sind natürlich noch ein bisschen groß, da gar mal. Aber. Was gab's denn so? Oh ja, Digga, das habe ich früher so gern angeschaut. Wer von euch kennt noch Gian die Kamikaze-Diebin, Alter? Ich fand das so genial. Habe ich letztens auch übrigens mal wieder angeschaut, Alter. Weil,
Weil, kennt ihr diese Momente, wo man dann so irgendwas anguckt, weißt du, so alte Kindheitsträume, da fühlt man sich einfach glücklich. Man fühlt sich einfach glücklich. Ich liebe diese Momente, ohne Witz. Alter, wie viele Creeper hier jetzt im Schlüssel sind. In your face. Okay, Enderman. Du legst mich nicht nochmal rein. Ihr legt mich beide nicht mehr rein. Das ist ein Trugbild. Du bist der Echte. Also, bei es gegen zwei Creeper oder was? Ja. So einfach geht das, Freunde. So einfach. So einfach schlägt man seine Nachbarn. Hey, du hast mir meinen Block geklaut. Hallo? Das war doch nicht sauer. Erst hat er mich so angeschrien. Ich hab Mundgeruch. Und dann macht das doch nicht. Du hast keine Eier in der Hose. So. Oh, warum wächst es da hinten? Das braucht extra mal zwei Felder frei oder irgendwie. Was weiß ich, Alter. Eigentlich, das wäre auch mal interessant, wenn wir hier so ein Ding runter machen. So eine kleine Bucht runter. In den Garten. Und, also so ein kleines Loch, wisst ihr, das wäre eigentlich auch cool. Und da unten dann so eine kleine Lustgrotte. Ihr wisst, was ich meine bauen. War eigentlich auch eine coole Idee. Ja. Aber es war schon cool, wie gesagt, früher so. Weißt du, ich weife immer vom Thema ab. Und dann einfach ganz so. Oh ja, und dann früher, ne? Und dann früher war es. Das war einfach schön früher. Früher war es einfach toll. Die Animes sind früher. Ja, genau. Animes. Pornos. Porno-Animes, ja. Soll ja alles gleich bleiben hier. Aber ich muss weg mit dem Arsch, das mach ich jetzt nicht. Ich brauche ja das Zeug hier. So. Ja. Weil ich schweife mal wieder vom Thema ab, ich weiß, aber was kann ich schon großartig so über Animes noch so erzählen, weil ich kenne ja nicht so viele Animes. Klar, mag es jetzt noch ein paar Animes geben, wo ich bestimmt früher angestaut habe, aber die fallen mir jetzt gerade irgendwie nicht ein, das ist das Problem. Aber ja. Okay. Ja, ich würde mal sagen, wir bauen jetzt mal so langsam unser Dinghaus, unser Bauernhäusle. Oh! Ich kann deine Füße sehen. Deine Füßlein. Gitzi, gitzi, gitzi. Deine süßen kleinen Füßelein. Na? Auf das fall ich auch nicht nochmal rein, Alter. Die Creeper. Na, das hatten wir letztens mal auch. Näherst du dich ihnen? Und dann wollen sie dich umbringen. Nicht wahr, Creeper? Du kennst dich damit aus! Arschloch! Guck, guck. Da ist er. Guck mal, wie er mich anschaut. Hey, das ist Mobbing. Hey. 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 Nein, jetzt ist er tot. Patty hat ihn kaputt gemacht. Eigentlich wärst du hier oben schön auf den Hügel. Wärst doch schön, so einen zu bauen. Bauernhof. So, ne? Ja, stimmt eigentlich. Baut man hier oben, oder? Einfach mal die Erde grad machen, weißt. Und dann ist das super. Weil die Erde können wir dann wiederum nehmen, weißt du, wieder für unseren tollen Innengarten. Weil wir brauchen hier jetzt eine gerade Fläche. Und die Bäume müssen dann auch weichen. Dann haben wir wieder ein bisschen Holz. So, erstmal weg mit der Kollege. Aber allgemein so.
verzweifle ich schon wieder ab, Alter. Weil ich denke mir so im Hinterkopf, oh, du musst ja was über Animes erzählen, weil die Folge geht ja über Animes. Naja. Ah, ich bin dann schwierig, Freunde. So. Also, um einen allerletzten endgültigen Mal zurück zu Animes zu kommen. Animes sind toll, Animes sind super. Ist eine super Idee, so eine Erfindung zu machen, weißt du, so Anime-Erfindungen, Cosplays und den ganzen Müll, aber ja. Ist schon cool, so. Ja. Ist so ein kleines Thema, das wir jetzt ansprechen könnten, weil, aber ey, egal. So, jetzt tun wir dann eh die Folge beenden, das tun wir jetzt einfach vorne nochmal hinsetzen, das ganze Erdzeug. Und dann, ja, lass mal sein Popo leckern. So. Ich glaube, ich muss mal beim nächsten Mal irgendeinen Gesprächspartner mitnehmen oder so, weil wenn das hier so weitergeht mit, ich trau mir nichts sagen oder so, weißt du. Ist schon schwierig, anscheinend muss ich Alkohol trinken oder so, dann laber ich immer viel. Turn down for what? Habt ihr gerade gehört so von dem Sound? Turn down for what? So. So, ich weiß nicht, wie groß wir das machen. Ich setze mal hier am besten dann gleich mal einen Punkt, weil es sollte am besten quadratisch sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 33. Bis dahin geht unser Innengarten dann. Girl. Ja, könnte man eigentlich mal gleich markieren. Ja. Könnten wir. Machen wir auch. Das heißt, der muss auch noch weichen. Was muss hier sonst noch so weichen? Die müssen... Na gut, die sind alle innen. Na gut, der wäre jetzt auch innen gewesen. Fuck off. Gut, meine Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Die Folge ist jetzt wieder beendet. Ich sage immer, Animes sind toll. Ich weiß. Also. Animes sind toll. Und wir sehen uns dann beim besten Mal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Freunde. Ciao. Ja, erstmal gehen wir rein und dann sagen wir ciao, ja, also. Haut rein, tschüss!